wir haben uns heute mal wieder eine Flasche geupcycelt, neu gestaltet. Und das geht eigentlich ganz schnell. Man macht das einfach bloß zu selten. Wir zeigen euch, wie es geht. Bleibt dran. Viel Spaß. Ich habe mal wieder eine Flasche über. Was heißt mal wieder? Ich habe das erste Mal in meinem Leben Sekt getrunken dieses Jahr Silvester, weil der alkoholfrei war und dann auch noch Mango-Geschmack. Also da muss ich mir noch 1-2 Flaschen sichern, wenn ich die nochmal irgendwo sehe, für 2 Euro oder was weiß ich, was die gekostet hatten. Aber das war mal ein Sekt, wo ich gesagt habe, ja, kein Alkohol drin und lecker, weil der schön süß war. Die Flasche ist schon gleich so gestaltet gewesen, deswegen ist sie mir, glaube ich, auch ins Auge gefallen. Man braucht da also jetzt nicht mehr satinieren oder irgendwelche Farbe oder sowas auftragen. Die kann man gleich so nutzen, um da eine schöne Lichtflasche draus zu machen. Die möchte ich gerne verschenken. Dann kommt hier oben bloß so ein kleines Flaschenlicht drauf. Und dann... Hat die nicht gesagt, das verändert die Farbe. Ach, das verändert die Farbe, siehst du, wusste ich ja nicht. Und jetzt muss man die Flasche bloß noch ein bisschen gestalten. Dafür habe ich mir dann jetzt eine Silikonform ausgesucht von Redesign. Cherry Blossoms ist natürlich für ein Frühstück, für ein Frühling eine schöne Sache. Und habe mir gedacht, das kann man da gut benutzen. Kann man schön ein bisschen farbig gestalten. Und Frühling, natürlich Kirsch, ich weiß gar nicht, wann die Kirschen blühen, aber... Im Frühling? Ist Frühling, ja, denke ich mal. Ich weiß nicht, wie spät oder früh das ist, aber werden wir ja sehen im Garten. Ich arbeite dann gerne mit Modelliermasse, die lufttrocknend ist. Das ist jetzt hier Creal Duan 3, weil die sich gut verarbeiten lässt, schön weich ist, aber eben auch gut aus der Form rausgeht. Jetzt mache ich mir damit erstmal verschiedene Motive. Muss man ein bisschen kneten, dass man das jetzt hier immer in diese feinen Stückchen, Zweige rinkriegt. Gucken wir es mal hier machen. Mal das hier immer erstmal in die Form rein drücken. Sind natürlich jetzt alle hier filigrane Sachen. Da kann dann auch mal was abreißen, aber ist ja nicht so schlimm, man kann es ja wieder ankleben. Das ist ja nur, dass man die Form hat, die man braucht. Gucken, dass das alles in der Form ist und nicht so viel daneben ist. Dann gleich wieder raus und dann kann man sich jetzt nach und nach seine Zweige und Blüten machen und dann ankleben an die Flasche. Was übersteht, macht man sich hier ein bisschen wieder ab. So, ich habe mir jetzt ein paar von den Blüten und sowas hier fertig gemacht. Und jetzt müssen wir das natürlich an die Flasche kriegen. Müssen wir die Flasche hier irgendwie festmachen. Jetzt muss ich erstmal anfangen mit irgendeiner Stelle, die ich jetzt hier ja, dann immer weiter ransetzen kann. Ich habe jetzt hier Bastelkleber genommen. Mein Bastelkleber, den ich immer nehme. Will jetzt da aber nicht zu viel Kleber dran haben, damit mir die ganze Sache nicht immer von der Flasche rutscht. Also mache ich das jetzt hier mit dem Pinsel ganz vorsichtig. Zwar, dass überall Kleber ist, aber nicht allzu viel. Nur ein Müh. Nur ein Müh. Ein Hauch. Dass man da hoffentlich gut mitarbeiten kann. So, jetzt muss das hier an die Flasche. So, jetzt kann man das ja immer schön anlegen, weil das ja noch weich ist. Und dann muss man jetzt Stück für Stück sich seine Ranke machen, die man da dran haben will. Jetzt setze ich hier immer kleine Stückchen an. Mal hier so ein Zweig und mal Blüten und so was. Habe ja alles hier einzeln gemacht. Und wenn die Stränge zu lang sind, kann man die auch ruhig mal irgendwo abtrennen und ansetzen dann. Geht einfacher zu arbeiten, denke ich mal. Ich versuche es jetzt mal so lang hier dran zu kriegen. Das nicht schick wird.
ich da nach und nach seine Blüten ranmache. Bis jetzt habe ich dann jetzt hier so ein paar Stränge rangemacht. Ich will aber nicht die ganze Flasche damit zukleben. Ich wollte eigentlich nur für vorn. Das sieht so schon schön aus in weiß. Könnte man theoretisch so lassen, ja. Mhm. Jetzt bin ich am Überlegen, hier oben den Flaschenhals irgendwie zu verdecken. Da könnte man solche Blüten hier noch dagegen setzen. Ich habe hier auch noch so eine größeren. Ne, die andere war schöner. Die ist schöner, ja. Davon bräuchte ich dann vielleicht zwei. Höchstens. Oder eine und dann eine größere von den Blüten, die da noch liegen. So, damit ich hier oben das richtig festkriege, mache ich mir hier an den Flaschenhals den Kleber ran und nicht an die Blüten. Jetzt soll erstmal diese Blüte hier so vorn hin, dass sie vorn ein bisschen abschließt. Kann ruhig ein bisschen hochstehen, weil ja da noch dieser Stecker reinkommt von dem, na, von dem Licht. Sagt, da reichen zwei. Da abschneiden. Jetzt klebt es nicht. Doch, jetzt muss ich das erstmal hier abschneiden. Muss erstmal anziehen. Kleber muss auch erstmal anziehen. Festhalten. So, jetzt hält es da oben auch von alleine. Muss halt der Kleber erstmal, wie gesagt, das muss immer anziehen erstmal. Und jetzt muss man das erstmal in Ruhe trocknen lassen. Wunderschön. Wenn das Ganze getrocknet ist, kann man da jetzt mit Farbe rangehen. Diese Modelliermasse kann man ja ganz einfach anmalen. Ich arbeite da jetzt wieder mit Deka Color Matt, weil das eine matte Farbe ist, die schnell trocknet, die wetterfest ist. Jetzt kann man sich den Farbton immer mal ein bisschen zurecht mischen, wie man den braucht. Es gibt natürlich, ich glaube, 36 verschiedene Farben oder Farbtöne von dem Deka. Alle kann man nicht immer haben, aber man kann sich ja alles mischen. Und jetzt muss ich dann erstmal meine Zweige anmalen. Muss nicht. Man kann mit den Zweigen anfangen und dann mit den Blüten oder umgekehrt. Ich mache jetzt erstmal die Zweige. Das ist ja eine 40-Fuß-Arbeit. Das ist jetzt wieder so eine Pummelarbeit, die ich ja eigentlich immer lieber. Aber was Mut hat Mut. Sisyphus heißt das. Das wird auch schön. Jetzt haben wir erstmal die Zweige. Und jetzt brauchen wir natürlich die Blüten und die Blätter. Grün bräuchte ich jetzt erstmal noch. Von Blättern haben wir ja nicht allzu viel. Brauche ich auch nicht allzu viel Farbe. Also, aber auch wieder Deka Color Matt. Damit male ich das ja alles. So, und jetzt muss man erstmal gucken, wo man überhaupt Blätter hat. So, jetzt male ich erstmal meine Blätter überhaupt. Und dann haben die hier unten immer noch so ein bisschen grün an den wie heißt das, Blüten dran. Und dann kommt erst das Weiß. Schöner wäre immer, wenn man ein Bild hat von so einer Kirschblüte, von so einem Zweig. Das ist Kunst. Und ja, da kannst du dir Reihe entfalten. Und wenn du sie blau machst, oder weiß lässt, oder ja, das ist hier immer so ein bisschen grün dran. Das kostet da zu viel Wasser. Da ist deiner Fantasie freien Lauf gelassen. Ein bisschen sieht man hier so immer, was so grün ist. So, und jetzt kommt für die Blüten noch so ein bisschen, das nennt sich hier Rosenholz. Da steht da drauf Rosenholz. Und da wird jetzt bloß ganz leicht, so ein bisschen am Rand, wenn ich es hinkriege. Ist ja immer so eine Sache, ganz leicht mit tatterigen Händen. Ist das nicht so einfach. Muss man auch ein bisschen Farbe abstreichen immer. Und dann mal gucken, wie wir es hinkriegen. So, Flasche halten. Gucken, wenig Farbe. Einfach bloß so ein bisschen. Ja. An den Rändern so. Ja, eigentlich kann man nicht falsch machen. Ist ja dein Projekt und du machst das so, wie du das haben willst. Ach, aber ach. Ich versuche das aber immer irgendwie so hinzukriegen, dass ich denke, ja, so müsste das sein.
Aus und Mühe überall so ein bisschen ran. So schaut man, könnte man doch schon fast zu gelten lassen. Ja. Muss auch nicht überall so ein Rot. Hier sind so kleine Blüten, vielleicht kann man da noch ein bisschen was dran setzen. Das ist ja immer Geschmackssache. Wenn man es oder nicht direkt jetzt wieder vergessen beim Hin- und Herdrehen hier. So, und dann sind hier so in der Mitte immer noch so kleine, wie sagt man dazu? Blütenstaub. Blütenpollen oder Blütenstängel, Blütenstäbchen. Ja, jedenfalls so eine Blütendinger. Da machen wir jetzt noch ganz vorsichtig ein bisschen gelb, aber auch wieder ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Wenn man sich Mühe gibt, geht das auch. Man darf natürlich nicht anfangen zu zittern. Tja, dann ist das eigentlich bloß mal oben. Das ist ja eigentlich nur an den offenen Blüten. Ja. An den offenen oben Blüten. Da. Da oben noch. Ja, die oberen bloß noch. So, und dann ist die Flasche eigentlich schon fertig da. Braucht man jetzt eigentlich gar nicht mehr dran rummachen. Man könnte jetzt da noch einen Klarlack drüber sprühen, wenn man ja, wenn man es mal abwaschen will oder sowas. Was ist das jetzt hier? Farblos matt. Der würde sich da natürlich gut für eignen, weil die Flasche ja auch schon matt ist. Dann würde das jetzt die Flasche nicht noch groß beeinträchtigen. Da kann man jetzt was drüber sprühen von. Das Sprühen mit diesem Lack geht jetzt natürlich nicht hier im Keller einfach so. Es gibt auch Lacke auf Wasserbasis, aber ich glaube, das ist hier nicht der Fall. Das riecht jedenfalls ganz schön. Sowas mache ich dann immer draußen auf unserer Terrasse im Karton, damit ich mir die Terrasse nicht voll sprühe. Aber man sieht halt nicht mehr, weil das ja auch ein matter Lack ist, ob man da jetzt gesprüht hat oder nicht. Das sieht man jetzt nicht. Das ist cool, vertrocknet halt. Und jetzt ist die Flasche fertig. So, und ganz zum Schluss hatten wir ja so ein Flaschenlicht vorhin schon mal ausprobiert. LED-Flaschenlicht, sowas kaufe ich immer, wenn ich das irgendwo günstig sehe. Bei Kick die Action gibt sowas natürlich ganz günstig, aber ich habe mal so eine ganze Serie davon gekauft bei Ideen mit Herz, als das mal im Angebot war. Und dann kann man sich das hier oben mit drauf machen. Oder ihr nehmt so einen richtigen Korkenverschluss, wo so ein richtiger LED drin ist, aber ich denke mal, das reicht so hoch. Ja. Also hätte ein bisschen kürzer sein können, das Ganze. Oder die Flasche ein bisschen, also der Hals ein bisschen größer für diese Korkenlichter. Muss man sich immer alles ausprobieren, aber so sieht es doch eigentlich ganz gut aus. So, ihr Lieben, wir haben eine kleine Frühlingsdeko, die man sich schnell mal zaubern kann. Vielleicht habt ihr ja noch eine Flasche über. Also viele haben ja bestimmt eine Flasche, wenn ich frage, dann Nachbarn. Und probiert sowas aus. Müssen ja nicht unbedingt Kirschblüten sein. Es gibt ja so viele Blumen, Silikonformen, die man nutzen kann. Probiert es also ruhig mal aus. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und schönsten Sachen, die wir so machen. Und dieses Flaschenlicht leuchtet alles schön aus. Ja. Kann man nicht meckern. Es geht bis unten runter. Man sieht ja unten, dass da das Licht so hinkommt. Wechselt die Farbe. Gut, das ist jetzt so eine Sache. Da ist nicht jeder für. Ich bin da eigentlich auch nicht für diesen Farbwechsel. Ich ja. Aber ich ja. Erstmal was anderes. Ich finde das ganz edel. Ist dir gelungen? Sieht schön aus, ja. Danke. Dass ich dich jetzt gelobt habe? Dass du mich jetzt mal gelobt hast. Einmal im Leben ein Lob.